Hey Leute, Sonntagnachmittag, Zeit für ein schnelles Video. Heute gucken wir uns zum zweiten Mal Liquids von Weeping Willow an. Es gab ja bereits ein Review zu den Liquids von Weeping Willow und ich wurde nochmal angeschrieben, wurde gefragt, du, wir haben neues Zeug gemacht mit der Weeping Willow Exclusive Serie, vielleicht willst du die auch nochmal testen und in deinem Kanal vorstellen. Klar, warum nicht? Diesmal sind es die Sorten Coconut Ice, Hangover und Erdbeer-Vanille. Die Flaschen sind die Standard-Liquid-Flaschen, eigentlich ganz hübsch. Das Etikett wirkt immer noch sehr selbst ausgedruckt und der Druck geht relativ flott ab, ist aber okay. Die Liquids kommen in 16 Milligramm daher. Die genaue Zusammensetzung der Basis weiß ich leider nicht. Es steht nur drauf, dass sie aus Propylenglykol und Glycerin bestehen. 50-50, 50-40-10, weiß ich nicht, irgend so eine Basis würde es sein. Die Liquids kosten 2,99 € im Shop, das ist ein sehr, sehr vernünftiger Preis. Und ich möchte starten mit Coconut Ice. Ich tröffel auf den 510er von Vape4Me. Da passen gute 5 Tropfen rein, das macht er mit. Und bin bei 7,0 Volt auf der Wärme. Habe ich Volt gesagt? Ich meinte Watt. Wie schon bei den Liquids zuvor, in dem vorherigen Video, was ich euch hier unten nochmal verlinkt, da könnt ihr auch nochmal drauf schauen. Sehr guter Dampf. Sehr gut. Wow. Richtig schön voluminös. Richtig schön viel. So mag ich das. Der Flash, es sind 16 Milligramm. Das knallt bei mir jetzt ganz schön rein. Ich bin so hohe Milligrammzahlen für gewöhnlich nicht so gewohnt. Das ist gut. Der ist echt gut. Der Geschmack. Coke on Ice. Schmeckt genauso, wie es gesagt wird. Nämlich ist es Cola mit Eisbonbon. Ist eine ganz interessante Mischung. Cola ist schwierig in meinen Augen. Denn bei Cola hat man sehr schnell zu viel Aroma im Liquid. Und dann schmeckt es etwas, ich kann es gar nicht so genau sagen, etwas harsch, kratzig. Das ist hier schon fast der Fall. Wir sind ganz knapp an der Grenze, wo man sagt, jetzt ist aber wirklich vollkommen Schicht. Und mit dem Eisbonbon zusammen, man kann sich das nicht so recht vorstellen. Es ist eine außergewöhnliche Mischung, aber sie schmeckt ganz gut. Ich kann mir das nicht für den ganzen Tag vorstellen. Zwischendurch ein bisschen Abwechslung in den Verdampfer zu bringen, warum nicht? Ich mache den Verdampfer sauber und dann schauen wir weiter. Das nächste Liquid heißt Hangover, auch in 16 Milligramm. Die Webseite ist etwas sparsam, was die Beschreibung angeht der Liquids. Das ist ein bisschen schade. Liebes Weeping Willow Team, das könnt ihr vielleicht mal auch nachkorrigieren, damit man ungefähr eine Vorstellung hat von dem, was man da kaufen wird. Beschrieben wird nur Night and Day. Was auch immer das heißen mag. Schönes Gelb. Vom Geruch her. Alkoholisch. Bisschen Zimt. Bisschen Amaretto, Nuss, bisschen Frucht, ich kann es nicht genau sagen. Vaping Willow Hangover 16 Milligramm. Der Dampf ist gut, der Flash ist gut, das Zeug schmeckt nicht gut. Das schmeckt gar nicht gut. Von all dem, was ich eben gesagt habe, schmecke ich maximal noch ein bisschen scharfen Alkohol raus. Und ansonsten schmeckt es als... Ich schätze mal, dass es so schmeckt, wenn man Rasierwasser säuft oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe bei Vaping Widow nachgefragt, was das denn sein soll. Und sie sagten mir, es ist eher so als Spaßliquid anzusehen. Ihrer Meinung nach schmeckt das so ein bisschen wie eine durchzechte Nacht. Jungs, es geht mich nichts an, was ihr nachts treibt, aber hört auf damit. Ich will es nochmal erwähnen. Liquid Reviews, vor allem was den Geschmack angeht, sind eine extrem subjektive Sache. Die werden das mit irgendeinem guten Grund rausgebracht haben. Denen scheint es zu schmecken. Wie das bei euch ist, kann ich nicht sagen. Ich kann immer nur für mich sprechen. Also macht euch bitte euer eigenes Bild. Macht es euch davon möglicherweise.
Ich mache jetzt mal den Verdampfer sauber. So richtig sauber. Das letzte Liquid, Erdbeer-Vanille. Auch keine Beschreibung auf der Seite, aber braucht wahrscheinlich auch keine große Beschreibung. Riecht nach Erdbeeren. Riecht gut nach Erdbeeren. 5 Tropfen und los. Nebel muss ich nichts mehr zu sagen. Auch ein Flash, wie er sich gehört. Der Geschmack, lecker. Einfach lecker. Eine Erdbeere, die sehr, sehr, sehr frisch schmeckt. Ich weiß nicht, ob ihr die zwei verschiedenen Grundarten, die man so bei den Liquids hat, ob ihr die kennt. Einmal hat man die Erdbeere, die nach Erdbeerbonbon oder Erdbeergeschmack, also den man aus Süßigkeiten kennt, schmeckt. Auch aus diesen, es gibt diese Hollywood-Kaugummis und sowas, nach Erdbeere schmecken soll. Das hier ist die andere Art von Erdbeere, nämlich die schmeckt wie eine frisch gepflückte Erdbeere, wo man auch das Gefühl hat, man hat noch so ein bisschen von dem Grünzeug so ganz leicht mit dabei. Und das mag ich sehr. Die Vanille hält sich etwas im Hintergrund, aber ist da, rundet das so ein bisschen ab. Alles in allem ist der Geschmack nicht aufdringlich. Und das finde ich sehr schön. Das ist so ein Liquid, wo man wirklich sagen kann, warum nicht den ganzen Tag? Ich mache mir damit einfach mal einen Tank voll. Es ist alles dezent da, aber es ist da. Das ist ein echt leckeres Liquid. Auch hier in 16 Milligramm. So, da kann man ruhig zuschlagen. Meiner Meinung nach. Vaping Widow hat mich noch darauf hingewiesen, dass sie bis zum 15.03.2013 eine Aktion laufen haben. 3 Liquids bestellen, 2 bezahlen. Das läuft folgendermaßen. Ihr legt euch 2 Liquids in den Warenkorb. Und das dritte könnt ihr im Kommentarfeld mit angeben, was ihr da haben möchtet. Und dann kriegt ihr das dritte halt einfach so dazugelegt. Meine Empfehlung, wenn ihr das Hangover probieren wollt, dann wäre das so ein typisches drittes Liquid. Wer es ausprobieren will, gerade bei Hangover interessieren mich eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Das war's auch schon. Ich sage danke an den Vaping Widow Shop. Ich sage danke an den Carsten aus Osnabrück, dessen Channel hier unten auch nochmal verlinkt ist, der das Ganze für mich organisiert hat. Wir sehen uns die Tage. Schönes Restwochenende. Bis dann. Ciao.